Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Custom Portal 2 Singleplayer Random bei der 17. Map und der inzwischen 21. Folge, denke ich. Mal sehen, ob sich meine Vermutung bestätigt und wir für diese Map 3 Folgen brauchen. Und meine Stimme geht es die ganze rauf und runter. Nee, ich starte einfach mal, weil sonst werden wir hier noch bekloppt und dann bin ich nicht mehr der Einzige und ich will einzigartig bleiben. Ja, genau das will ich euch damit sagen. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Och. Geht ja sogar. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht erwartet, dass das geht. Und ich muss sowieso da runter. Dann gehen wir halt einfach mal da runter. Ach, da kann ich nicht hin. Ich gehe einfach darüber. Cool wäre es ja auch, wenn es so eine Map wäre, wo man hier nur ganz an der Seite irgendwie da hinschießen müsste. Da wäre dann sowas, dann könnte man da entlang laufen und dann dahin. Könnte man ja auch so einbauen zum Trollen einfach. Trolling. Hier ist keine Fläche. Wo muss ich denn, beziehungsweise wo kann ich denn hin? Das würde ich... Achso, da oben. Ja, diese Fläche muss man halt auch erstmal finden. So kommt man dann wieder runter. Nehme ich mal stark an. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikel. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Das ist aber mal beruhigend. Warte, ich muss hier rausschießen. Mir geht das hier schlecht, weil... hat man jetzt gesehen. Da muss ich da hoch. Also da und da gehört Rückstoßgel hin. So. Komme ich da jetzt irgendwo hoch oder so? Das wäre ganz nett. Aber so komme ich zumindest schon mal hier ran. Oder? Nicht? Okay, nee, aber so komme ich hier rauf. Ist auch schon mal nicht schlecht. Weil dann kann ich immerhin hier so Ding. Ist da oben voll machen. Dann das mache ich wie voll. Ich nehme einfach mal an, hier so. Oder auch nicht. Dann eben hier so. Jawohl. So. Jetzt haben wir das auch mal. Und dann muss ich das nur noch hier irgendwie auch rausschießen und so. Das geht wie folgt. Mach hier ein Portal hin.
Ich bin auch heute wieder so ein Genie, ne? Saboom. Schon bin ich hier oben. Und zack, fertig. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachricht nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Das war ein sehr schöner Ton des Tonabschneidens. Ach, da muss ich jetzt dann einen Würfel holen, nehme ich an. Hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Richtung Enter. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Aha. Jo, jetzt habe ich hier so eine Fläche und so. Dann hier. Und hier. Und hier. Und das bringt mir jetzt was genau? Yay, ich habe eine Fontäne. Das ist schön. Die wird jetzt immer kleiner werden, wie man schon sieht. Also, schauen wir einfach mal diesem Spektakel zu. Ja, 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 das ist, sieht interessant aus. Oh, schön. Ach, jetzt habe ich es ruiniert. Ich bin, so ein Spielverderber, echt. Das ist, geht gar nicht. Ach, so. Yippee, hi, yay. Was passiert jetzt? Yay. Schwippdips. Und jetzt. Hat es. Der Turm hat sich aber nicht gerade bewegt, oder? Das sah für mich gerade so aus. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich den Ton gerade gehört habe und mich so hinbewegt. Es sah gerade für mich so aus, als ob der Ton von schief irgendwie gerade gerichtet worden wäre oder so. Das wäre dann doch ein bisschen sehr eigenartig. Ich würde sagen, das reicht vorerst. Nun, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ach, ich weiß schon. Ich weiß schon. Okay, dann tun wir erstmal. What? So, danke sehr. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich muss von hier ein paar Teile hier rüber machen. Weil das bekomme ich ja nicht aus, nehme ich mal an. Nö. Also muss ich hier wohl. Also muss ich hier wohl. Also ich muss hier rausschießen. Ich muss hier da irgendwie. Ach so, warte mal. Dann. Ach komm.
Gibt's doch nicht. Naja, es ist... Das ist jetzt so eine Sache. Komme ich eigentlich von da drüben? Warte, warte, das schaffe ich. Das geht, das geht. Das geht. Ja. Weil das wäre dann ein potenzieller Lösungsweg. Ja, das geht so. Wenn ich hier runterfalle, dann da so. Puh, das wird ein Stückchen Arbeit. Beziehungsweise nicht ganz so leicht. Oha. Da fällt man also durch. Das war ein kurzer Freeze. Okay. Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts. Da oben muss ich dann hin portalitieren. Das wird aber... Nee, da muss es einen einfachen Weg geben. Das müsste ich eigentlich auch irgendwie voll bekommen, oder? Irgendwie geht es doch voll. Irgendwie geht das. Hier, weil die Fläche ist nicht umsonst hier. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Hier, so. Warte, 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 warte. Nee, das ergibt... Nee, doch. Das ergibt Sinn. Das ergibt wunderbar Sinn. So. Jetzt haben wir was. Das heißt, wir können... Hier mal hoch. Dann. Dann von hier. Da. Alles. Ja, dann ich mach hier. Ich würde gerne hier, weil linke Maustaste ist schneller gedrückt als die rechte. Ist zumindest bei mir so, muss ja nicht bei jedem so sein, aber... Sollte man denn nicht eigentlich da nach unten gezogen werden? In die Richtung? Ach, die Lösung war so einfach. Ist eigentlich wirklich schlimm, wie einfach die Lösung ist und wie schwer man sich tut, einfach mal nicht umständlich zu denken. So. Hahaha. Was denn das jetzt? Wo man aufkommt. Okay. Warte mal.
Geht es jetzt weiter? Ich glaube, die Map ist sogar schon zu Ende. Das Ding nennt man Aufzug. Hey! Ich habe ziemlich gut geraten. Ich habe in der letzten Map und ich glaube sogar in der letzten Folge gesagt, dass wurde vermutet, dass Part 3 jetzt wahrscheinlich nur eine Folge dauern wird und ich bin jetzt bei ziemlich perfekt 15 Minuten Dauer, bis ich zur Lösung komme. Das heißt, ich habe das schon einigermaßen gut hingeschätzt, ja. Aber es bleibt mir noch viel zu sagen. Underground Part 3. Ich fand die Map auch gut. Und ich bin halt ein bisschen schneller jetzt schon auf die Lösung gekommen. Ist halt irgendwie immer am Anfang, ne? War beim ersten Part auch so. Am Anfang hapert's. Zwar mit der Map jetzt nicht so extrem, aber und dann geht das ganz ruckzuck. Ja gut, aber bevor ich hier weitere wertvolle Zeit eurerseits verplempere, würde ich mal sagen, ich beende mal hier diese Folge. Höre mal auf zu schwafeln und viel Spaß bei TechIt. Ciao.